Ich fürchte, du weißt nicht ganz, mit wem du es zu tun hast. Ich denke schon. Du hast vielleicht diese Schlacht gewonnen. Der Krieg ist noch lange nicht entschieden. Ups. Rebecca von Lahnstein. Schöne Tasche haben Sie da. Also, wenn Sie möchten, komme ich gerne einmal nach Königsbrunn zu einer persönlichen Stilberatung. Eine persönliche Stilberatung? Ja, natürlich. Ich rufe Sie an. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was Frauen in deinem Alter alles so zustoßen kann? Findest du nicht, dass das alles etwas übertrieben ist? Nur wegen eines so kleinen Tonbandes? Schlimme Dinge. Sehr schlimme Dinge sogar. Gewiss. Du entschuldigst mich jetzt bitte. Selbstverständlich. Na, Charlie-Mäuschen? Alles mitgekriegt? Hör zu, wenn du meine Gäste belästigst. Das tue ich gar nicht. Was wollte Tanja von dir? Ach, es ging um das Tonband. Sie fühle Schmerz und Verlust einfach nicht. Lass uns essen. Na, fertig? Wolltest du nicht schon zurück nach Königsbrunn? Ich wollte nur aus dieser Klamottenhöhle raus. Hast du noch was gekauft? Nein, nicht wirklich. Das heißt, du bist da rausgegangen und hast keins dieser unwiderstehlichen Teile mitgenommen? Mitgenommen? Was soll das heißen? Was wohl? Ausgesucht? Mit rausgenommen? Gekauft? Ja. Nein, das habe ich nicht. Ich müsste jetzt auch langsam nach Hause, also da vorne steht ein Taxi. Taxi? Oder willst du, dass an Tanjas Klamotten gleich im Bus irgendwas drankommt? Oh. Ey, sag mal, wie wär's noch mit einer Entschuldigung? Ey! Penner. Leute, ich helf dir. Ey, ich schaff das schon. Schon gut, schon gut. Hier, Taxi, ey! So. Fertig. Danke. Ab morgen hast du wieder Küchendienst. Und ich schon. Und ich mich erst. Oh, ich muss telefonieren. Carla! Nein, du störst nie. Nee, wegen der Inlandsflüge, dort habe ich noch nichts gecheckt. Aber ich wollte sowieso gerade ins Internet. Warteschleife. Seit 15 Minuten hänge ich hier in der Warteschleife. Vielleicht haben die ja schon Feierabend. Standesamt? Ja, kann doch sein. Na, Freizeit. Ja, hallo, Herr Plötz. Hier spricht der Gregor Mann. Meine Verlobte und ich, wir wollen bald heiraten. Naja, bald heißt natürlich so bald wie möglich. In 3 Tagen. In 3 Tagen. Ist das nicht ein bisschen früh in 3 Tagen? Das ist der Hochzeitstag meiner Eltern. Haben Sie das gehört? Okay, tja, na, schade. Ja, es ist in der Tat ein bisschen kurzfristig. Sie wollen sich unsere Namen aufschreiben? Das ist nett. Ja, Gregor Mann und Luise von Waldensteig. Ja, die Prinzessin. Oh, das ist ja großartig. Ja, natürlich können wir persönlich vorbeikommen. Aber notiert sind wir schon mal. Fantastisch, vielen Dank. Auf Wiederhören. Hast du Termin gekriegt? Ja, aber erst nächstes Jahr. Was, nächstes Jahr? Aber so lange will ich nicht warten.
Ich eigentlich auch nicht. Warum hast du denn dann zugesagt? Hab ich nicht. Dieser Herr Plötz vom Standesamt, der ist irgendwie ein Riesenfan von dir. Und er meinte, für dich macht er gerne Überstunden. Das heißt, wir heiraten? Ja. In 3 Tagen. Es geht um Tanja. Sie sollten sie auf keinen Fall unterschätzen. Diese Frau ist gefährlich. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte Gelegenheit genug, sie kennenzulernen. Dann ist Ihnen klar, dass Sie jede Drohung von ihr ernst nehmen sollten? Sicher. Könnte ich jetzt bitte die Rechnung haben? Luca, die Rechnung für die Griffin. Kommt sofort. Tanja ist eiskalt. Sie geht buchstäblich über Leichen. Ich danke für Ihren Rat. Und dass sie bislang nie belangt wurde, zeigt nur, wie gefährlich sie ist. Du siehst mich an wie jemand, der gegen seinen Willen mumifiziert worden ist. Ich habe nur nicht gehört, wie du hereingekommen bist. Hast ja auch voll in Gedanken. Und was machst du mit der Bluse am Feuer? Oh, ich wollte sie mir nur genau anschauen. Es ist ziemlich dunkel hier. Die ist neu, oder? Ja, ist ja auch echt cool. Der Preis auch. Ich habe sie billiger bekommen. Rebecca, du hast kein Geld, auch nicht für reduziertes Zeugs. Zeugs? Hey, komm, Sebastian wartet darauf, dass du deine Schulden bei ihm abzahlst. Also ich würde sagen, du bringst die Bluse zurück und gibst Sebastian das Geld. Ich kann sie nicht zurückgeben. Und warum nicht? Naja, weil der Laden gleich zumacht. Ja, dann geh morgen hin. Ab morgen sind die für 4 Wochen geschlossen. Und dann ist die Umtauschfrist abgelaufen. Du weißt doch, 14 Tage. Becky, weißt du, warum unser Bruder Anwalt geworden ist und nicht du? Weil er einen Gerechtigkeitstick hat? Weil er besser lügen kann als du. Aber das ist ja auch keine Kunst. Also morgen, ja? Sie bringen Gräfin Elisabeth ihren Tomatensaft und ich serviere dem Grafen den Malt. Neues Hobby? Garbaging? Was? Nein. Aber willst du die wegschmeißen? Die ist doch so gut wie neu. Ich will die doch nicht wegschmeißen. Statt immer Maulaffen mit den Herrschaften feilzuhalten, achten Sie lieber mehr auf Ihre äußere Erscheinung. Ist was nicht in Ordnung? Ja, in der Tat. An Ihrem Kragen. Da ist ein Fleck. Fleck? Super. Was hast denn du da eigentlich gerade aus dem Müll gezogen? Pilze? Pillen? Ich meine, ist doch super, dass Justus den Fleck entdeckt hat. Dann kannst du ihn ja jetzt wegmachen. Klar kann ich das. Ja, die gnädige Frau hat recht. Sie entfernen sofort den Fleck. Gleich hier. Seife ist ja genug da. Shit! Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Das ist halb so schlimm. Aber die Bluse, die ist doch jetzt im Arsch. Und das, wo ich doch erst neulich, das Kleid von deiner Schwester. Ach Mann, ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Das ist nicht deine Schuld, ich stand einfach blöd rum. Aber den Fleck, den kriegst du doch niemals raus. Ich weiß. Haben Sie noch einen Wunsch, Graf Lahnstein? Danke. Mir bringen Sie bitte einen Grappa. Sehr wohl.
Machiavelli. Passt zu dir. Mutter, du hast mir wirklich sehr aus der Patsche geholfen, aber das heißt nicht, dass ich mit dir über Bücher diskutieren möchte. Auch wenn das Band mit der Morddrohung von Tanja jetzt sicher vor ihrem Zugriff ist. Ich bedanke mich gerne nochmal bei dir. Also, Mutter, vielen Dank, mille grazie. Okay? Sie hat mir gedroht. Wer, Tanja? Die ganze Frau ist eine einzige Bedrohung, daran gewöhnt man sich. Ich mich nicht. Sie will das Band. Ich werde es ihr nicht geben. Wenn du mir deinen Schutz zusicherst. Mutter, du bist hier sicher. Das wage ich zu bezweifeln. Tanja wohnt auch hier. Tja, was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Sie in Ketten legen? Das würde mich durchaus beruhigen. Ansgar, bitte. Ja, doch, ich denke doch schon nach. Musik? Haben wir. Brautkleider oder Hochzeitsanzug? Fehlen. Ringe? Fehlen auch. Gästeliste? Moment. Ob die wohl alle ins No Limits reinpassen? Besser, ihr feiert gleich im Hofgarten oder in Sanssouci. Das wäre wenigstens standesgemäß. Nein. Es wird eine kleine, schöne Feier im engsten Kreis. Da habe ich ja Glück, dass ich hier draufstehe. Und was ist mit Fotografen? Oh, keine Paparazzi, bitte. Ich meine Hochzeitsfotografen. Aber es reicht auch, wenn die Gäste fotografieren. Obwohl. Da. Deine Eltern? Ihre Hochzeit. Wahnsinn. Wie ein Märchen. Leute, unglaublich. Als sie gehört haben, dass wir in 3 Tagen heiraten, haben die mir 20% Rabatt gegeben. Er drückt mich nicht gleich vor Begeisterung. Wow. Die beiden hatten wirklich Stil. Ja, das hatten sie. Du hättest sie gern bei deiner Hochzeit dabei gehabt. Ja. Meine Mama hat mal gesagt, dass die Vorbereitungen für ihre Hochzeit über ein Jahr gedauert haben und dass sie am Ende einfach glücklich war, dass sie nur Ja sagen musste. Aber ich meine, schau sie an. Die Kutsche. Das Kleid, das Fest. Ist das ein Traum? Aber ich bin froh, dass wir es da einfacher haben. So, ich muss jetzt ins Bett, damit ich fit bin morgen fürs Kochen und Backen. Schlaf gut. Kutsche, das Kleid, das Fest. Dame H7 auf E7. Bist du sicher? Noch 3 Züge, dann habe ich dich. Turm G5 auf G8. Die totale Katastrophe. Das kannst du laut sagen, sie hat mich schachmatt gesetzt. Ich meine meine Bluse. Im Blindschach bist du normalerweise besser. Ich war ja auch beschäftigt. Außerdem bist du ganz schön verspannt, meine Liebe. Das Buddeln in Kambodscha steckt mir eben noch in den Knochen. Tja, Augen auf bei der Berufswahl. Könnt ihr mir vielleicht mal jemand zuhören? Klar doch. Deine Bluse ist schmutzig. Tomatensaft, schätze ich. Ist es die neue? David ist aus Versehen dagegen gelaufen. David? Ist es nicht der neue? Und wenn schon, manche Leute sind eben schusselig. Auf jeden Fall kann ich das mit dem Umtausch jetzt vergessen. Lass mal sehen. Sieht nicht gut aus. Dieser David ist doch bestimmt versichert. Nein. Und viel Geld hat er auch nicht. Ja, und jetzt?
Ich werde einfach ein paar extra Schichten im Schneiders machen, damit Sebastian sein Geld wiederkriegt. Oh, dumm gelaufen. Ja, ziemlich. Rebecca, die Bluse. Ich mache gerade eine Liste, was noch alles erledigt werden muss. Ach, und? Um es mal vorsichtig auszudrücken, da wartet noch eine Menge Arbeit. Was fehlt denn noch alles? Die Ringe auch? Was? Du hast doch keine Ringe? Sieht nicht so aus. Was ist denn los, Bruderherz? Hast du kalte Füße? Oder Torschlusspanik? Luise ist eine Prinzessin. Ja, das wissen wir. Sie hat eine richtige Hochzeit verdient. Was genau meinst du mit einer richtigen Hochzeit? Na, so ein Prinzessinnen-Event halt. Das, wovon alle Frauen träumen. Mit Kirche, Kutsche, Schloss, einer riesigen Torte. Wenn wir alle zusammenlegen. Dann reicht das maximal für Schwarze und der Kirsch von Bäcker um die Ecke. Ich kann direkt mal einen Kredit aufnehmen. Für die Hochzeit? Nein, für Luise. Bist du denn so sicher, dass Luise überhaupt so ein Prinzessin-Event? Ja, danke. So ein Prinzessin-Event will? Also toll ich das fände, aber ich glaube auch, dass Luise eher darum geht, dass sie überhaupt heiratet und nicht wie, oder? Ihr hättet sie vorhin mal sehen müssen, als sie sich die Bilder von ihren Eltern angeguckt hat. Also tief in ihrem Innern, da will sie sowas auch. Aber ich kann das halt nicht finanzieren. Aber deswegen gleich einen Kredit aufnehmen, ich weiß nicht. Silla, was sagst du denn dazu? Ja, mir war die Diskussion dann wohl zu blöd. Sag mal, Tanja, was machst du eigentlich noch hier? Ich wohne hier. Ja, kommen Sie rein. Nehmen Sie einmal Bettzeug mit und beziehen Sie den Rest neu. Lassen Sie das bleiben, das ist meins. Ja, nun machen Sie schon. Ansgar, was soll das? Was? Sonst kann ich doch nicht wirklich überraschen, dass ich nach deinem letzten Erpressungsversuch auf deine Gesellschaft noch weniger Wert lege als vorher. Hat dir deine neue Mutti einen Floh ins Ohr gesetzt? Dafür brauche ich Maria nicht. Nehme ich mir eben ein anderes Suite. Und wehe, du krümmst Maria auch nur ein Haar. Wie könnte ich dieser reizenden Person irgendetwas antun? Jedenfalls will Luise vieles fürs Buffet selber machen, aber bei ihrer... Ja, nennen wir es Unbeholfenheit im Küchending. Genau. Also ich glaube einfach, sie übernimmt sich und da wollte ich dich fragen, ob du vielleicht... Ich schicke dir morgen einen Hilfskoch vorbei. Du bist und bleibst ein Schatz. Danke. Hey, dir scheint das Kellnern ja richtig Spaß zu machen. Schlimmeres. Und uns auch? Alles im grünen Bereich? Total. Was? Ich habe dich seit Wochen nicht mehr so gut gelaunt gesehen. Das ist schön. Gibt's denn Grund dafür? Ja, schon. Ja, und? Ich habe gestern mal total Glück gehabt. Glück? Du? Ich kann's selbst kaum glauben. Und? Schwierig. Moin, moin. Moin, moin. Soll noch eine Kiste Äpfel fürs Geschütt mitnehmen? Da drüben. Ist das nicht die Rebecca? Ja. Aber ich dachte, sie hätte sie nicht. Doch, sie hat. Und sie hat sich gleich was drüber schütten lassen. Ja, Dummerchen. Ja, vor allem kann sie so unmöglich zurückgeben. Und was macht ihr jetzt damit? Flecken rauswaschen. Ja. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, Sibylle. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Stella, ich muss dich unbedingt noch was wegen der Hochzeit fragen. Was? Also, wenn ihr mich fragt, für die Bluse sehe ich schwarz. Solange du nicht rot siehst.
Raus mit der Sprache. Was ist so wichtig, dass du es mir nicht am Telefon sagen kannst? Stella, ich habe keine Zeit. Ich muss wegen des Kredits für die Hochzeit noch zur Bank. Eben drum. Was, da glaubst du, die lachen mich aus, wenn ich denen sage, wofür ich das Geld brauche? Ihre Cousine hat mich über alles informiert. Dass Sie und Luise nun heiraten und Sie ihr etwas ganz Besonderes bieten wollen. Ja, und? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Was denn für ein Angebot? Warum heiraten Sie nicht hier auf Königsbrunn? Auf Königsbrunn? Mit Ballsaal und Bankett, Kutschen und Kapellen, was immer Sie möchten. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ist das nicht großartig? Das klingt fantastisch. Ich würde wirklich nichts lieber tun, als Luise und natürlich auch Ihnen hier auf Königsbrunn eine Traumhochzeit auszurichten. Denken Sie einfach darüber nach. Hat sie das gerade ernst gemeint? Quatsch, sie hat dich auf den Arm genommen. Na toll, wusste ich doch. Mensch, Gregor, natürlich hat sie es ernst gemeint. Und was sagst du? Danke, Justus. Und wie gesagt, es wäre sehr schön, wenn Sie mir für heute Abend noch die Opernkarten besorgen könnten. Ich werde mein Möglichstes tun. Na, eben wie immer, Justus. An deiner Stelle wäre ich auch sprachlos. Von Flecken keine Spur mehr. Ja, super. Also, nichts wie zurück in den Laden damit. Soll ich nicht doch einen Arzt rufen? Danke, es geht gleich wieder. Justus, wie konnten Sie so einen schweren Gegenstand auf die Brüstung stellen? Das hätte ganz böse enden können. Aber ich habe den Kandelaber. Jetzt reden Sie sich doch nicht raus. Was ist mit dem Kandelaber passiert? Oh, das kann dir sicher deine Frau erklären. Ich veranlasse sofort, dass alles wieder an seinen Platz geräumt wird. Also, ich höre. Ich habe Justus bereits informiert, dass er natürlich nicht so einen schweren Kandelaber auf die Brüstung stellen darf. Sie wollte mich umbringen. Francesca, das war ein ganz schrecklicher Unfall. Dann hast du also den Kandelaber runtergestoßen? Ich habe ihn touchiert. Ganz ohne es zu wollen. Das ist eine Lüge. Ich wäre vorsichtig, hier Unterstellungen in den Raum zu werfen, die ich nicht belegen das kann. Das war deine vorletzte Aktion auf diesem Schloss, Tanja. Ach ja, und meine letzte? Packen und verschwinden. Und zwar für immer. Du hast 10 Minuten. Und solltest du das nicht schaffen, lasse ich dich vom Sicherheitsdienst vor die Tür setzen.